Good morning, mes amis. Da? Ich bin nicht ganz da. Ist Anja Justin ins Duschen? Hier wird wieder Frühstück vorbereitet. Hier werden Daten gesichert. Jetzt. Yes. Guten Morgen, ihr Lieben. Tag 3. Und vielleicht gibt es sogar noch Tag 4 und 5. Genau. Also 4 auf jeden Fall, sogar vielleicht noch 5. Wir haben uns nämlich gestern Abend spontan im Live auf TikTok dazu entschieden, nochmal einfach eine Nacht zu verlängern. Zeitlich ist das auf jeden Fall möglich und wir haben auf jeden Fall Bock. Ja. Seid ihr auch dabei? Sollen wir verlängern? Ja, oder? Machen wir. Perfekt. Wir werden jetzt gleich in Ruhe frühstücken und dann nehmen wir euch wieder mit. Wir haben heute wieder einiges geplant. Pass auf, das ist sehr gefährlich. Wir haben sogar richtig Cooles geplant. Du bist auch der Letzte in der Runde, ist wach und geduscht. Er schneidet sich jetzt Zwiebeln für sein Matt. Hm? Magst du Zwiebeln? Nee. Hm? Wollen wir alle nicht. Psch. So. Alles hier eingepackt. Schuhe an. Gisela ist auch schon ready. Das sieht so dullymäßig aus mit den Socken. Und dann mit der kurzen Hose. Ja. Mein Trinken! Dein Trinken. Oh. Gisela. Ja. Hohe Schuhe und kurze Hose, ein bisschen außergewöhnlich, aber ich würde mal sagen, hier im Harz kann man auch denken, wir gehen wandern. Deswegen ist es hier auch vielleicht alles ein bisschen unauffälliger. Oder? Hm? Auf jeden Fall stylisch. Kannst du tragen. Danke. Definitiv. Jetzt wartet alles auf Justin. Wie 90% der Tour. Und dann geht das los. So. Abschließen. Und los geht's. Wir sind bereit. Apropos, als allererstes muss ich mich gleich mit Mücken- und Zeckenspray einsprühen. Gute Idee. Und dann. Dann geht das los. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, so many. Wisst ihr, was ich faszinierend finde, Leute? Wir sind jetzt den dritten Tag gestartet und jetzt fahren wir den dritten Tag im Kreise die dritte Ausfahrt raus. Am ersten die erste, am zweiten die zweite, am dritten die dritte. Und wenn wir die vierte rausfahren, fahren wir zurück zur Ferienwohnung. Also, mal gucken, was passiert. So Leute, wir haben unser nächstes Ziel erreicht. Mitten im Wald. Crazy, Leute. Wirklich crazy. Hört ihr das? Ich auch nicht. Ach, diese Stille. Geil. Absolut geil. Guckt euch das an, Leute. Boah, sieht das geil aus. Alter, ist das gefährlich. Alter, ist das gefährlich. Wenn du hier runter säbelst, bist du auf jeden Fall verloren. Krass. Hier geht es auch noch mal runter. Geil. Alter Leute, das ist eine Kulisse. Mega. Mit den Bäumen auf dem Dach. Leute, guckt euch mal diese geisteskranken Graffitis an. Ach du Scheiße. Ich dachte, hier geht's weiter. Hier geht's einfach kilometerweit runter.
Und ich glaube auch hoch. Boah. Krass, ey. So, Leute. Hier. Krass, scheint noch ein altes Tretbecken zu sein. Oh Gott, Justin, Alter. Es scheint wirklich noch ein altes Tretbecken zu sein. Geil. Wirklich geil. Guck mal, Antje, dann noch. Kuckuck. Oder ist sie da gar nicht mehr? Schatz? Ach, du bist hinter uns. Richtig geil. Das ist ein Bild, Leute. Alter, welcher? Welcher, Alter? Wie so ein Zombie. Welcher Graffiti-Künstler ist denn bitte hier am Werk? Mach mal die Taschenlampe hoch. Das sieht so geil aus. Sind das Graffitis? Ja. Das wäre krass. Crazy. Oh, Leute, dieser Gang, der sieht so geil aus. Tiere laufen hier anscheinend auch regelmäßig durch, wenn das hier alles feucht ist. Das ist nicht möglich. Was? Alter! Das ist auch alles hier runtergebrochen. Alter, Leute. Ich sag, das ist nicht so stabil, jetzt gehen wir beide gleichzeitig hier rauf. Guckt euch mal die Treppenstufen an. Die hängen da einfach nur noch. Ich gehe mal 3 Schritte zurück. Aber das ist so, auch wenn hier kaum was an Einrichtung steht, Leute. Aber dieses Bild, das ist total geil. Und jetzt zum Beispiel ist die Sonne einfach heute völlig falsch. Hier müsste jetzt so ein richtig schön grauer drüber Himmel drüber sein, um das Ganze viel geiler wirken zu lassen. Leute. Schatz, bist du wahnsinnig? Hä? Kannst du nicht die Treppe hochgehen, Alter? Warum? Die ist doch fest. Schatz, da hinten ist die Treppe runtergefallen. Ja, aber es heißt nicht, dass die hier kaputt ist. Du kannst doch da kommen, da bitte runter. Guck mal, wie die aussieht. Ja, wie eine Treppe halt. Boah, dieser letzte Müde, Alter. Dann gehen wir wieder runter. Bitte. Geh doch nicht so wie diese. Wie? Ey Leute, jetzt mal ohne Flachs, das war jetzt lebensmüde. Das war echt unüberlegt. Erinnert euch an die Treppe da hinten und diese Treppe hier. Ich habe schon Angst, alleine hier zu stehen. Und da kann man nicht mehr hochgehen. Auf keinen Preis der Welt. Das ist lebensmüde. Macht das auf keinen Fall. Aber guck mal, hier noch schön zu sehen ist, muss so eine Stange zum Halten. Und dann diese alten Tapeten. Das finde ich cool. Dieser Typ, ne Leute, dieser Typ, der kriegt wirklich irgendwann mal
Da, irgendwann steht da wirklich mal einer. Alter. Dieses Ding hier ist super gefährlich, Leute. Ich zeige euch doch mal warum. Da kommst du hier hin, willst ganz lässig gucken und auf einmal guckst du einfach mal 10 Meter weit runter. Um Gottes Willen. Aber zwischen den Bäumen ist der Ausblick ziemlich geil. So, Justin sagt schon wieder, er hat irgendwas gefunden. Boah, krass. Geht einfach ein Vogel sein Nest gebaut. Und noch Eierreste. Echt? Ja, tatsächlich. Krass. Meint ihr, die Wand wurde eingeschlagen oder sie ist zusammengefallen? Das sieht mir eher nach eingeschlagen aus. Den habt ihr bestimmt schon gesehen. Der Lost Place ist sehr, sehr bekannt. Ja. Boah, krass. Da geht's rein. Boah, das sieht so mystisch aus. So Leute, wir haben noch Kochsalzlösung gefunden. Abgelaufen 2013. Aber ist es nicht noch, da ist sogar noch was drin. Ja, das ist ja, sag ich ja. Aber das ist doch schon länger als 2013 verlassen, oder? Ja, ich denke mal, das ist hier... Ich weiß halt nicht, wie lange das haltbar ist. Das ist ja auf jeden Fall eine Invasion. Ne? Ja. So Leute, für uns geht's weiter. Da vorne ist noch ein Gebäude. Das checken wir jetzt auch noch mal kurz ab. Wie gesagt, es ist super einschutzgefährlich, ist total runtergekommen, aber es hat halt diesen gewissen Charme. Und das finde ich so geil. Ja. Kann man das auf eBay kaufen? Oh. Boah, Vorsicht, Leute. Hier geht's runter. Moin, eBay. Hier fehlt die halbe Treppe. So, Leute, da oben liegt eine Tür. Da liegt eine Tür, um weiter nach oben zu kommen. Und das ist echt lebensmüde. Hier die Treppe fehlt halb. Ich traue hier keinem was. Macht man das nicht eigentlich in die Wände? Naja, eher auf Boden. Okay. Also so die ganzen Böden. Da ist das in der Mitte. Dann kommt von unten Holz, dann wird Beton draufgegossen. Und dann wird das Holz wieder abgenommen. Sieht schon echt geil aus, ne? Aber es ist einfach super einsturzgefährlich. Ich hänge im eBay fest, da liegt die restliche Rolle. Leute, Achtung, Steinbruchverkehr.
Sprengsignale. Nach dem ersten Hornsignal sofort in Deckung gehen. Nach dem zweiten Hornsignal wird gezündet und gesprengt. Nach dem dritten Hornsignal ist das Sprengen beendet. Okay, let's go. Gucken wir uns das immer an. So, mitten im Nichts, das Auto bleibt stehen und wir müssen jetzt noch ungefähr 700 Meter zu Fuß. 750. Klugscheißer mag keiner. Ich habe gesagt, wir müssen noch ungefähr 700 Meter zu Fuß. 750. 751,8. 8, 2, 3, 4, ne? Hast du Bock zu laufen? Mir ist jetzt schon warm. Ich hoffe, im Wald wird es ein bisschen kühler. Ja, ich hab Trinken mit. Hört ihr das? So, wir gehen jetzt... Alter, der macht sich erstmal nackt hier hinter mir. Wir gehen jetzt eine Höhle angucken. Mal gucken, ob wir sie finden. Justin, springst du da rein? Warum nicht? Du? Guck mal, hier sind die ganzen Tierspuren. Seht ihr das? Auf jeden Fall. Was ist das? Was ist das? Leute, was ist das? Schreibt es mal in die Kommentare. Sind das Wolfsspuren? Fuchsspuren? So Leute, jetzt geht's in den dunklen Wald. Es ist super warm. Aber ich glaube hier... Oh, hier schön. Einer Weg, einer Gabelung. Rechts oder links. Und wir werden sehen, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Boah, mitten im Wald, Leute, ey. Let's go. Hier, Stichweg zum Tunnel. Achtung, das Durchqueren des Tunnels ist ja, weggekratzt. Ne? Ja. Zeig doch nochmal drauf. Okay. Ich würde sagen, da stand gefährlich oder so. Boah, Leute, hier machen wir schon wieder was mit, ey. Aber bei 300 Metern haben wir es geschafft. Zweimal drei Lost Placer auf der Suche nach einer verlassenen Höhle. Doch leider sind diese drei nie dort angekommen, denn kurz vor der Höhle öffnete sich ein Portal und darin verschwanden sie. Keiner weiß bis heute, wo diese drei geblieben sind. Und wir sind auf der Suche nach ihnen. Werden wir das Portal finden? Werden wir die drei retten können? Um das nicht zu verpassen, bleibt dran. Frau Formella, die sind nicht stillgelegt, die fahren noch. Ja, aber wahrscheinlich ist dann irgendwo da der Zugang zu der Höhle oder zu dem Tunnel. Ja. Keine Ahnung, die kommen unter mal. Okay. Finden es heraus. Meine Vermutung ist, wir müssen jetzt erstmal über diese Bahnschiene rüber. Meinst du, da kommen wir weiter? Zu? Ja. Wenn wir zukommen, haben wir ein Problem. Das hast du sehr gut erkannt. Ja, aber kann mal einer auf der Map gucken, bitte? Bevor wir hier unser Leben riskieren. Also das
glaube nämlich auch nicht. Ich denke, wir müssen hier rüber. Oh, Brennnessel, Alter. Oh Gott. Und jetzt? Wir fahren dort lang. Zukommen. Der wäre sowas von gekommen. Ja, wir müssen da rüber, ne? Alter. Wisst ihr, wie gottverdammt knapp das gerade war? Eine Minute später und der Zug wäre uns entgegengekommen. Alter. Aber die Einbuchtung und dafür darum reinzustimmen, das ist schon definitiv. Ja. Weil die noch am Markt vor. Aber. Du kannst auch keinen Wanderweg durch einen Zugtunnel. Nein, das haben wir früher auch gemacht. Die Einbuchtung ist irgendwie sonst da. Okay, Leute. Für uns geht. Oh, Ast im Gesicht. Für uns geht's weiter. Steht ja nicht umsonst Adventure auf unserem T-Shirt. Das ist ein richtiges Adventure, Leute. Wie gut, dass ich was zu trinken eingepackt habe. Leute, wir sind zurück am Auto, geschwitzt wie die Sau. Wir haben 29 Grad Außentemperatur, also der Ausblick ist mega. Aber zum Wandern ist es einfach viel zu warm. Der Wandern war schön. Also die beiden wollen morgen gerne nochmal wandern, also ich warte dann auf euch. Ja, wir fahren jetzt erstmal dahin, wo wir Empfang haben. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, wir waren ja gestern bei einem Haus, wo wir uns nicht sicher waren. Jetzt waren wir wieder da und jetzt ist auf dem Weg nach oben ein Absperrband, was gestern definitiv nicht da war. Also wir werden da auf jeden Fall die Finger von lassen. Leute, wir fahren noch mal langsam dran vorbei. Ich zeige euch mal das Tüdelband da oben. Das war gestern nicht. Das war gestern nicht. Genau. Fahr weiter. Yes, das ist definitiv kein Lostpilz. Nee, absolut nicht. Wir suchen die nächste Location. Aber sowas von. You said, let me tell you. Everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, to put it all straight before this night turns into day. On my way, yeah. Yes, I'm on my way. So, wir haben unser Ziel erreicht. Wie gesagt, die Vlogging Cam lasse ich hier, weil ja, wir filmen das jetzt Ganze für YouTube einmal für euch ab. Ich blende euch was ein und nach den Aufnahmen sehen wir uns wieder. Ciao. So ihr Lieben, ihr habt ein paar Einblendungen gesehen von der Location. Es wird noch mal ein bisschen spannend und risky, weil die Nachbarn echt direkt nebenan waren. Der eine Opi hat uns die ganze Zeit schon beobachtet. Naja, wir fahren auf jeden Fall jetzt weiter und gucken, was wir jetzt für heute noch so finden. Und vielleicht gehen wir heute Abend noch mal live. Und dann nehme ich euch diesmal mit. Gestern
habe ich das mal ein bisschen genutzt, mal nicht mit zu filmen und einfach mal zu gucken. Aber heute Abend, wenn wir live gehen sollten, nehme ich euch diesmal auf jeden Fall mit. Versprochen. Leute, heute gibt es Gegrilltes. Wir freuen uns. So Leute, wir sind zurück in der Ferienwohnung und wir haben ein bisschen Grill angeschmissen. Und euch hier natürlich nachher auf dem Laufenden halten. Hier wird der Grill angefeuert. Wir haben Bock. Hast du Hunger? Oh, ich habe so Hunger. So Leute, hier, hier und hier, so wie hier. Im Ofen ist auch alles vorbereitet. Und der Tisch ist auch schon fast gedeckt. Ein paar Tipps fehlen noch, Salate. Lecker schmeckt er. Wir haben lecker gegrillt und das ist das Resultat davon. So, wir suchen jetzt einen Platz, wo wir live gehen können. Die Sonne ist noch am Start. Anja holt uns jetzt ab. Und dann nehme ich euch mal heute mit beim Live-Gehen. Bevor wir jetzt gleich live gehen, möchte ich euch allerdings diesen Ausblick auch nicht vorenthalten. Das ist so geisteskrank. Wir sind immer an dem gleichen Ort, aber nie gucken wir uns die Aussicht an. Wie geil man hier eigentlich gucken kann, ey. Krass. Das ist wirklich krass. Das wollte ich euch kurz zeigen. Da hinter den Bäumen geht die Sonne unter. Und jetzt gehen wir live auf TikTok. Lass mir Hosen da, Feuer her. Unterstützt uns gerne auf unsere Tour, wenn ihr Bock habt. Brudi, wo ist Justin? Damit wir mit euch gemeinsam weitere spannende Abenteuer erleben können. Justin ist da hinten noch. Justin? Ja. Was machst du? Lass Justin das mal machen. Ding, 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 ding. Wer guckt sich da die Bilder an? Nee, wir benutzen keine App. Wir haben unsere eigenen Orte. Jetzt kommt der Mörder. Vielen, vielen Dank, Franzi, für die Feuerwehr. Den haben wir gestern schon gemacht. Welche Tür? Können wir einfach zuerst rausgehen? Ja, lass erst mal rausgehen. Lass mal kurz Lage checken. Lass mich mal vorgehen. Justin geht vor. Er hat irgendwas gehört. Wir gehen jetzt nicht so raus. So ihr Lieben, Liebenden nochmal, so ihr Lieben, wir sind zurück vom Livestream, ihr habt ja noch ein paar Einblendungen gesehen, wie das aussieht, wenn wir live gehen. Wir beenden den Tag jetzt, wir lassen jetzt noch gemütlich ein bisschen zu dritt ausklingen, ohne die Kamera, habt noch einen schönen Abend, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, oder halt für uns morgen, für euch nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Adventure Lovers SH.